kann dir gar nicht mehr genau sagen, wann das war. Irgendwann kam der Christoph mit der Idee an, lass uns eine musikalische Geschichte erzählen über Brachbach. Tatsächlich ein komplettes Filmprojekt und dann auch noch eins in der Dimension draus entsteht, hat sich so nach und nach ergeben. Nicht? Also kam schon noch relativ überraschend, muss ich sagen. Ja. Ganz viele Ideen, über die Vereine zu kommen, über unsere Sportler zu kommen, über unsere, auch über Bergbau natürlich dann zu kommen. Ja, Themen, die Brachbach damals auch schon bewegt haben. Darstellen, dass sie auch nicht in Vergessenheit geraten. Ich habe den Christoph und seine Landsleute da zu Hause besucht und habe mir ganz viele Geschichten, auch gerade von älteren Menschen, angehört. Und dann entwickelt man sofort ein gewisses Gespür dafür, was da damals passiert ist. Und das habe ich dann, so wie ich das da empfunden habe und aus den Erzählungen kennengelernt habe, emotional einfach versucht aufzuschreiben. Und ja, das ist natürlich für einen Komponisten immer ein ganz besonderer Moment, wenn man das zum ersten Mal hört. Man kann sich vorstellen, man schreibt das handschriftlich oder am Computer alles auf und arbeitet so lange dran. Und wenn man das dann in dem richtigen Sound zum ersten Mal hört, ist das schon was Besonderes. Das ist irgendwie, als wenn dann ein Kind geboren wird. Und somit hat mir das natürlich riesen Spaß gemacht, das selber auch aufnehmen zu können und zu dürfen. Und die Arbeit mit den Musikern, mit Christoph, war natürlich super, sehr pflegeleicht und hat, glaube ich, allen auch Spaß gemacht. Die Herausforderung aus filmerischer Sicht war quasi, dass wir nicht nur bunte, schöne Bilder bei Sonnenschein schaffen wollten, sondern wir wollten die Geschichte, die halt auch in der Musik zu hören ist, visuell transportieren, gleichzeitig aber auch nicht die Musik in den Hintergrund rücken lassen. Es sollte nicht eine Begleitmusik, eine Filmmusik zu einem Film mit Handlungen und vielen Dialogen sein, sondern es sollte schon so sein, dass bei dem Konzert im Oktober die Musik mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar wichtiger ist als der Film. Zunächst war der größte Aufwand, Locations zu finden. Wir waren ja viele unter Tage unterwegs, somit brauchten wir viel Zugang zu Stollen. Das musste organisiert werden, Equipment musste organisiert werden, Helme, altes Werkzeug, alte Kleidung. Und dann musste natürlich auch immer das Wetter mitspielen, also die Außendrehtage mussten natürlich auch dann sehr spontan gewählt werden. Somit mussten auch viele Requisiten und viele Schauspieler sehr spontan verfügbar sein. Das war somit der größte Aufwand, das immer sehr agil zu organisieren. Hatte noch jemand eine Uhr an? Solche Sachen oder moderne Elemente aus der heutigen Zeit, die damals einfach nichts, die man damals einfach nicht hatte, waren etliche Sachen, wo wir drauf achten mussten einfach. Ja. Besonders die Szenen mit vielen Menschen waren aufwendig zu organisieren. Dazu kam natürlich noch die ganze Technik, das Drumherum, Parkplätze, Genehmigungen mussten organisiert werden, solche Dinge eben. Ja, ich habe eigentlich schon direkt gedacht, dass man nicht einfach hier hinkommt und sagt, wir drehen jetzt hier eben mal kurz den Film, sondern ich habe mir schon gedacht, dass eher was längerfristiges ist. Nochmal das Ganze, nochmal, dann hat man mal in die Kamera geguckt, dann hat man eben wieder nicht das Richtige gemacht. Muss man sich dran gewöhnen, aber irgendwann kommt man dann rein in so einen Fluss und man wird auch sehr gut geführt, muss ich sagen, und es fiel einem dann von Mal zu Mal leichter, war einfach mal interessant, also war was nicht Alltägliches, hat man so noch nicht gemacht und war wirklich mal eine ganz neue Erfahrung für mich. Ja, ich krieg hier gerade so ein bisschen Gänsehaut, ne, wenn man einfach drüber nachdenkt, was für einen Rückhalt aus dem gesamten Ort, dass alles auf die Beine gestellt werden konnte und dann auch wirklich spontan auf die Beine gestellt werden konnte. Super. Da wir nur 8 Drehtage hatten, hatten wir natürlich einen relativ strammen Zeitplan, der eingehalten werden sollte im Idealfall. Und dadurch gab es extrem viel im Hintergrund zu organisieren. Das war toll, dass da jeder mitgezogen hat, dass auch nie gemosert wurde, wenn wir mal noch an irgendwas feilen mussten und da mal eine halbe Stunde, Stunde überzogen haben und deswegen was rücken musste. Also es gab eine wahnsinnige Flexibilität bei allen Aktiven und dafür vielen, vielen Dank von unserer Seite. Sonst wäre das so in 8 Drehtagen nicht möglich gewesen.
Ich kann mich an einen Drehtag erinnern, wo wir das Grubenunglück gedreht haben. Ich glaube, wir haben gefragt, können wir 20, 25 Leute haben für die Empfangsszene der eingestürzten Bergleute, die dann aus dem Stollenmund rauskommen. Und ich glaube, wir haben das Dreifache an Leuten auf die Beine gestellt. Das ist brauchbar. Man braucht hier keine 5 Leute zu fragen und zu bitteln und zu betteln. Man ruft 3 Leute an und 30 stehen vor der Tür. Das ist unser Dorf und so funktionieren wir hier und das ist einfach klasse. Ja, ich glaube, Brachbach ist sowieso ein spezielles Dorf. Ich glaube, wir haben hier eine unfassbar gute Dorfgemeinschaft hier in Brachbach. Und man sieht halt auch immer, egal was gemacht wird, und die Geschichte Brachbachs mit den Stollen und das ist schon einzigartig, glaube ich. Und ich glaube, das geht den Leuten dann auch nah, wenn man sieht, oh, guck mal, die haben jetzt einen Film gemacht und da, oder teilweise auch ältere Leute, die dabei gewesen sind, in der 45er sehen, oh, so ähnlich war das. Und dann geht das den Leuten und uns ja auch sehr, sehr nah. Wir waren da ja dann auch teils live dran beteiligt, an den schönen, aber auch natürlich an den weniger schönen Punkten in der Geschichte. Und das verbindet so ein bisschen. Ne? Also diese wesentlichen Eckpunkte der Ortsgeschichte sind tatsächlich auch vielen Leuten bekannt. Das ist auch sicherlich ziemlich einzigartig rundherum. Ja, sprich mal eine Szene an hier 1908, dieses Grubenunglück. Das kennen wirklich ganz viele Leute auch noch so aus familiären Erzählungen. Und deshalb ist man natürlich auch näher dran. Ne? So ein bisschen emotional vor allem näher dran. Für die Lyrer selber ist es natürlich ein absolutes Highlight, sag ich mal, in der Geschichte. Also es ist sowas noch nie vorgekommen, dass wir sowas gemacht haben. Ich bin unglaublich stolz, dass wir die Möglichkeit hatten, dass das dann alles Realität wurde, war einfach ein unbeschreibliches Gefühl und hat auch sehr große Emotionen bei mir ausgelöst. Wie aus einer Vision, die wir vor 3 Jahren hatten, dann nach und nach Realität wurde, war einfach unglaublich mit anzusehen. Und wie viele Leute dann im Nachhinein immer noch mehr dazu kamen, uns geholfen haben, war unbeschreiblich. Und ich möchte den Leuten nochmal ein ganz großes Dankeschön aussprechen, ohne die dieser Film und dieses ganze Projekt gar nicht möglich geworden wäre. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, das kann sich eine Gemeinde gerade im Kontext vor dem Jubiläum nur wünschen, sowas. Ne? Also sensationell, sensationell. Mir fällt kein anderes Wort ein dafür. Wir müssen mal gucken, wie wir letztendlich das beim Publikum ankommt. Wir sind begeistert. Ich nehme an, dass die Zuhörer und Käufer unserer DVD wahrscheinlich alle begeistert sind. Wenn man im Dorf hört, dass unser Konzert nach wenigen Stunden ausverkauft war, spürt man auch, dass die Lyrer in Brachbach auch verwurzelt ist, dass wir tatsächlich auch einen großen Rückhalt in der Gemeinde haben und wir so eine der treibenden Kräfte hier im Ort sind. Und das macht auch ein bisschen stolz auch. Was man ganz klar sagen muss, ist, dass dieser Film, so wie er jetzt entstanden ist, ohne die großartige Unterstützung eigentlich der ganzen Dorfgemeinde nicht möglich gewesen wäre. Wir haben also noch nie einen Filmdreh gesehen, wo ja innerhalb von kürzester Zeit, egal worum es ging, zusätzliche Darsteller, Fahrzeuge, Essen, Kostüme, Strom, Hilfe, moralische Unterstützung, alles, also ein Wahnsinn, was hier jederzeit von allen Seiten an uns herangetragen wurde und wie uns da unter die Arme gegriffen wurde. Ja, und dafür wollen wir uns wirklich bedanken, weil ohne diese fantastische Unterstützung wäre der Film nie das geworden, was er heute ist. Das ist zum großen Teil ist das wirklich den Menschen zu verdanken, die vor und hinter der Kamera großartig unterstützt haben und von Anfang an positiv und offen für dieses Projekt waren und ja, ihren Teil, was auch immer es war, jeder mit seinen Fähigkeiten das Ganze unterstützt haben. Nachwort. Nun habe ich versucht, meinen Nachkommen ein kleines Bild über meine und unsere Familien zu geben. Ich bin kein Schriftsteller. Das werdet ihr in dieser Niederschrift erfahren haben. In all meinen Berufen, in Klammern, wer hat sie gezählt? Ich sagte eben 13. War ich glücklich und zufrieden und habe dabei viele Kenntnisse und Erfahrungen gesammelt.
Arbeit schändet nicht. Wer auf den lieben Gott vertraut, hat auf festen Grund gebaut. Es grüßet und segnet euch euer Vater und Großvater. Ja, wenn ihr gedacht oder gewusst hätte, dass wir das irgendwann mal auf einen Film bringen. Ich glaube, das hätte ihn auch sehr stolz gemacht. Ja, ich bin dankbar, dass ich an diesem Projekt mitarbeiten durfte. Und bin auch ein bisschen stolz dabei, die Geschichte lebendig halten zu können. Das haben wir, wie gesagt, mit verschiedenen Projekten, die wir im Heimatverein machen. Und jetzt haben wir die Geschichte von Brachbach auch auf Film. Und deshalb lebt die Geschichte weiter und sie ist lebendiger denn je. Brachbach, Glück auf!